Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Type Rider. So, dann legen wir los und gucken, was das nächste Level ist. Die Dot. Ne. Vogelgezwitscher. Ah, what? Ah, sorry. Oh. Ui. Er hängt. Schriftart von ersten Simoneux anhand von Brettern gedruckt. Die Romans de Rue. Die Zensur durch den König und die Verfolgung im Zuge der Gegenreformen führten im 17. Jahrhundert in Frankreich zu einem starken Rückgang der Schriftproduktion. Viele Drucker, Stempelschneider und Verleger mussten das Land verlassen. 1640 gründete Ludwig der 13. die königliche Druckerei im Louvre, die anfangs von niederländischen Druckern betrieben wurde. Als der Nachfolger Ludwig der 14. volljährig wurde, gab er eine spezielle Schriftart für die königliche Druckerei in Auftrag, die von der Akademie der Wissenschaften nicht in Anlehnung an eine Handschrift, sondern nach mathematischen Kriterien erstellt wurde. Der Sonnenkönig wollte hinsichtlich der Qualität der Druckerzeugnisse mit dem restlichen Europa mithalten können und die absolute Monarchie auf dem Ideal der Perfektion aufbauen. Anhand des Entwurfs der Akademie fertigten die Stempelschneider der königlichen Druckerei Lettern in einer Schriftart an, die Romain de Rouen genannt wurde. Im Gegensatz zu den meisten vorher üblichen Schriften wies sie eine senkrechte geometrische Konstruktion und einen ausgeprägten Kontrast zwischen Haar- und Grundstrichen auf. Die Schriftart Romain de Rouen bewies fortan die Authentizität der offiziellen Dokumente aus der königlichen Druckerei. Die berühmte Schriftart blieb bis zur Revolution im Gebrauch. 1797 wurde sie in Caractère National umbenannt, gehörte jedoch weiterhin zum Bestand der staatlich-französischen Druckerei. Also das ist auf jeden Fall das anstrengendste Let's Play bisher. Einfach körperlich, mündlich, wie auch immer. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich habe schon irgendeinen Buchstaben, den ich vergessen habe. Dann habe ich halt einen vergessen. Zack, und ab geht's. Und okay, ich habe gedacht, da kann man irgendwie durch. Thank you.
Oh oh. Und tschüss. Ach, geht nicht. Hopp. 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 John Baskerville. Ach, das ist schon wieder das. Porträt von John Baskerville von James Miller 1774. John Baskerville. Im 18. Jahrhundert ließ in Großbritannien der Druck der Zensur auf das Verlagswesen langsam nach, was die Entwicklung des Buchdrucks förderte. In Anlehnung an damals übliche holländische Schriften entwarf der Gießer William Caslon um 1720 die erste englische Schriftart, die seinen Namen Caslon erhielt. Der Drucker und Typograf John Baskerville setzte Caslons Arbeit fort. Gemeinsam mit dem Stempelschneider John Handy eröffnet er 1750 eine Druckwerkstatt. Baskerville widmete allen Aspekten seiner Tätigkeit große Aufmerksamkeit. Er entwickelte eine neue, sehr dichte Tinte mit intensiven Farben und ein besonders hochwertiges, glattes Papier, das Velin-Papier. Ferner ließ er von Handy eine neue Schriftart anfertigen, die seinen Namen erhielt. Die feinen Buchstaben zeichnen sich durch kleine Serifen und eine vertikale Struktur aus. 1757 veröffentlichte Baskerville eine Ausgabe der Werke des römischen Dichters Vergil, für die er diese Erneuerung anwandte. 1758 wurde Baskerville zum Direktor der Cambridge University Press ernannt. Seine Schrift beeindruckte den amerikanischen Drucker und Diplomaten Benjamin Franklin, der ein Exemplar mit in die USA nahm. Die Schriftart hatte in Amerika großen Erfolg und wurde sogar für offizielle Veröffentlichungen der Regierung verwendet. Die ersten Ausgaben der Unabhängigkeitserklärung 4. Juli 1776 und der Verfassung der Vereinigten Staaten 1787 wurden in den englischen Schriftarten Caslon und Baskerville gedruckt. Oh Gott. Porträt von Firmin Didot 1764 bis 1836. 1823. Achso, okay, der Typ hat so lange gelebt und 1823 wurde das Ganze aufgenommen, das Porträt, oder gemalt, oder wie auch immer das damals so entstanden ist. Vielleicht hat ja auch der Handy sein Handy gezückt und. Die Familie Didot. Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beherrschte die Familie Didot die französische Druckkunst. Begründer dieser Familientradition war der ehemalige Buchhändler François Didot. Er war mit dem Schriftsteller Antoine-François Prévost befreundet und wurde durch die Veröffentlichung von dessen Werken berühmt. Anschließend übernahm sein Sohn François Ambroin das Familienunternehmen, ein begabter Schriftgießer, Drucker und Verleger, dem zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet des Buchdrucks zu verdanken sind. Zur Verbesserung der Druckqualität entwickelte François Ambroin Didot in Anlehnung an englische und holländische Techniken ein Velin-Papier. Ferner erfand er eine typografische Maßeinheit, den sogenannten typografischen Punkt, der Didot-Punkt, der bis heute in Europa gebräuchlich ist. Er arbeitete mit seinen beiden Söhnen Pierre Didot, der 1789 die Druckerei übernahm, und für Firmin Didot, der zum Leiter der Gießerei wurde. Auf typografischem Gebiet schuf François Ambroin Didot eine neue Variante der Antiqua, die Didot. In den Jahren 1775 bis 1790 gaben François Ambroin und Firmin diese Schrift, die sich durch ihre Feinheit auszeichnet, ihre endgültige Form. Die Didot hat eine vertikale Achse, einen sehr kräftigen Grundstrich und einen feinen Haarstrich, der durch die Verwendung der Kupferstichtechnik ermöglicht wurde. Während der Französischen Revolution wurden die meisten Bleilettern eingeschmolzen und zur Munition verarbeitet. Und die Schriftart Didot setzte sich rasch im ganzen Land durch. Aha.
eindrucksvolles Level hier. Meine Güte. Zack. Aber schönes Leveldesign, das muss man wirklich einfach sagen. Das ist wirklich schön. Und hopp. Und hopp. Gleichgewicht, Gleichgewicht. Nein. Und tschüss. Und hopp. 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 Nein. Ja. Hopp, hopp. Das manuale Typografico von Bondoni. Oder Bon Jovi, je nachdem, wie man sehen will. Titelseite des Manuale Tipigrafico del Cavalier von Giambattista Bondoni 1788. Also, Namen. Das Manuale Tipigrafico von Bondoni. Der italienische Drucker Giambattista Bondoni 1740 bis 1813 setzte die typografische Arbeit der Familie die dort fort. Er wurde 1740 als Sohn eines Druckers geboren und kam dadurch sehr früh mit diesem Beruf in Kontakt. Mit Erreichen der Volljährigkeit zog es ihn nach Rom, wo er seine Ausbildung in der Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide fortsetzte. Anschließend wurde er zum Leiter der Druckerei des Herzogs von Parma ernannt, der mit den Druckereien europäischer Hauptstädte wie London oder Paris rivalisieren wollte. 1788 veröffentlichte Bondoni die erste Ausgabe seines Manuale Typografico, Handbuch der Typografie, in dem über 600 Typen sowie zahlreiche Ornamente und Stiche vorgestellt werden. Bondoni war in ganz Europa für die Qualität seiner Publikationen bekannt, die reich illustriert, sorgfältig gelayoutet und in raffinierten Schriftarten gedruckt waren. Der Bewunderer von John Baskerville und Firmin Didot schuf eine eigene Schrift, die Bondoni. Dieser originelle und moderne Zeichensatz wird für seine Feinheit und Eleganz geschätzt und ist in europäischen Druckereien weit verbreitet. Wie ein S geschmeidig durch die Luft. Seite von Pierre Duchesne, Nummer 25 von Jacques René Herbert 1790. Mal gucken, ob ich das lesen kann. Jean le véritable Pierre du irgendwas future. Grande colère du Pierre Duchesne. Soulerez-vous durant de sanctionne le décret concernant la constitution civile du clerc. Quoi domme irgendwas iles fars ka irgendwas irgendwas no future ka no leka pa malekol fe putil que lui de irgendwas siere irgendwas de. Also ich kann so kleine Sachen nicht mehr lesen, ich glaube ich muss mich zum Augenarzt.
So, die Geburt der Presse. Im Jahrhundert der Aufklärung entwickelte sich auch die Presse. 1789 begründete Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte die Pressefreiheit. Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken. Vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit wird der Missbrauch der Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. Tatsächlich entstanden in der Revolutionszeit in ganz Frankreich zahlreiche Zeitungen und politische Blätter. In der Zeit von 1789 bis 1800 stieg die Zahl der Publikationen von einigen Titeln auf rund 350. Trotz einiger Zeit der Zensur setzte sich die Presse als eines der wichtigsten Medien zur Verbreitung von Ideen durch und behielt diese Rolle während des gesamten 19. Jahrhunderts. In typografischer Hinsicht beschleunigte die Revolution die Einführung der neuen Schriftarten und den Niedergang der Grammatik. Die königliche Druckerei, die zur nationalen Druckerei geworden war, druckte die Verfassung von 1791 in der Schrift als Didot. Die Qualität ihrer Erzeugnisse machte sie zum Vorbild für alle europäischen Drucker. Steuerung bringt mich rum und das Lesen bringt mich rum. Hehe. Aber das Level-Design ist trotzdem immer noch schön. Nein! Hä? Boink. Ohohoho. Da soll ich bestimmt nicht runterfalten hier. War ja klar. Da oben war doch der Scheiß. Boah, bin ich gut, Mann. Die Enzyklopädie. Na dann, lesen wir jetzt einfach mal Enzyklopädie. Seite der Enzyklopädie von Diderot und de Alembert, 1751 bis 1772. Die Enzyklopädie. Unter dem Einfluss der philosophischen Strömungen der Aufklärung wuchs im 18. Jahrhundert in Frankreich das Interesse an technischen und materiellen Fragen. Diese Entwicklung gab Denis Diderot und Jean d'Alembert den Anstoß, die erste Enzyklopädie in französischer Sprache zu konzipieren. Ziel des ehrgeizigen Projekts war die Erfassung des gesamten Wissens der damaligen Zeit auf geistigem und materiellem Gebiet. Die Enzyklopädie, die 17 Bände mit Artikeln und 11 mit Abbildungen umfasst, wurde in den Jahren 1751 bis 1772 von 4 Druckern und Verlegern herausgegeben und gilt bis heute als eines der Hauptwerke des 18. Jahrhunderts. Mit 72.000 Artikeln von über 140 Autoren war die Enzyklopädie auch ein wichtiges Werkzeug zur Verbreitung der Ideen der Aufklärung. Diderot schrieb 1751 in dem Artikel zum Stichwort Enzyklopädie: Tatsächlich zielt eine Enzyklopädie darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kenntnisse den Menschen nahezulegen, mit denen wir zusammenleben und es den nach uns kommenden Menschen zu überliefern. Damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos für die kommenden Jahrhunderte gewesen sei, damit unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern auch gleichzeitig auch tugendhafter und glücklicher werden und damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben. Ich habe so langsam genug vom Alphabet. Tschüss. Yeah.
Ja, das Level ist geschafft. Puh. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Typewriter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.